Vom 22. November bis 22. Dezember laden die Pfadfinder Maurer in Schanwald zu ihrem Glühweinstand ein. Hoi, ich bin der Simon Dunker. Ich wohne in Maurer, bin schon lange bei den Pfadfinder. Und wir sind jetzt hier beim Stand Maurer Glüht. Es ist unser Glühweinhäuschen, das wir schon zum 5. Mal machen. Hier zu Maurer im Zentrum. Bei uns gibt es natürlich Glühwein, Glühmost. Es gibt auch Bier für die, die es nicht mögen. Natürlich auch Punsch und zum Essen gibt es Raclette. Von uns sind alle oben 2 Leute hier. Es sind insgesamt 14 oben. Das ist jetzt bis vor Weihnachten immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann sind immer 2 Leute pro Abend am Arbeiten. Wir haben es vor 5 Jahren zum ersten Mal gemacht. Wir haben nicht gewusst, wie es ankommt. Aber nach dem ersten Jahr haben wir gemerkt, mal, es ist das Interesse da. Darum haben wir es dann weiterhin gemacht. Und jetzt ist der erste Abend und es ist noch nicht lange offen, aber es sind schon Haufen Leute gekommen. Das Geld, das wir hier einnehmen, gehen wir dann weiter, und zwar an unsere Kinder, die bei unserer Abteilung sind, die mitgehen als Jamboree. Es ist ein Weltpfadfinderlager, das dieses Jahr in Amerika stattfinden wird. Das Geld, das wir hier einnehmen, teilen wir dann auf alle auf, und somit können sie dann vergünstigt an dieses Lager gehen. Für uns ist der Stand sehr hilfreich. Es ist eine Werbung für uns, und natürlich ist es so schön für uns, wenn wir etwas für die Bevölkerung machen kann. Und natürlich auch schön, wenn man sieht, wie viele Leute das vom Dorf kommen, sei es jung oder alt oder und nicht nur vom Mauer, auch von weiter her vielleicht kommen und mit uns einfach die Adventszeit geniessen und somit ein besinnlicher, gemütlicher Anlass schaffen können.